Schmerz und Ekstase als Grenzerfahrung in der Kunst. Ron Athey versteht sich als Philosoph des Obszönen und wurde damit zum Superstar der Body Art. Zurzeit gastiert Ron Athey in Deutschland. In seiner Performance Self-Obliteration, Selbstauslöschung, thematisiert er die Verwandtschaft zwischen Lust und Schmerz. Sustained rapture. How can rapture actually be sustained? That's like continuous orgasm, like you'd have a stroke and die. So, you know, here is an example of death drive. Dass Ron Athey sakrale Symbolik mit schwulen SM-Praktiken vermischt, löst Anfang der 90er einen Skandal aus. Dabei hat religiöse Verzückung durch Leid und Märtyrertum eine lange Tradition. Ihre konkrete Bedeutung verändert sich allerdings mit der Zeit. Macht Athey zu Beginn mit seinen Inszenierungen schwule Subkultur öffentlich, geht es 2009 um neue Themen. I even think that moment of hyper-public awareness of fetishism and body modification already peaked and passed. I go further than that and try to, I change my own body chemistry with what I do, with pain, with motion, with auto-hypnosis. Athys Arbeit hat sich im Laufe der Jahre verändert. Immer noch übertritt er Grenzen, seine Inszenierungen sind immer noch extrem. Und dennoch sind sie einfacher geworden, geprägt durch seine ganz persönliche Erfahrung und das Leben mit HIV. So what do you do even 10 years after that, when you're still here, you know, creaking up on 50? Your life is different when you face death that imminently for that long, and then survivor along with all the things of that, like survivor's guilt or not. There's this format of myself displaying myself as a living corpse, which sort of faces that, both the mortality and the celebration of life. Trotz der ästhetischen Inszenierung hat Athey eine politische Mission, die ihn antreibt. I think probably being, you know, from a punk rock generation, like I still see, and being queer, acts of defiance are still necessary to hold ground, to move forward even within your own community. As things become more homogenous and whitewashed, as I call it, when you paint over everything that's offensive to the people on the outside of that. Eindrücklich, mit welcher Radikalität und körperlicher Verausgabung Ron Athey seine Performance anlegt, bis heute außerhalb jeglicher gesellschaftlicher Konventionen.